Herzlich willkommen zu diesem neuen Last Place Abenteuer hier auf meinem Kanal. Hier irgendwo und nirgendwo sind wir in einem Spieleparadies angekommen und das möchte ich ganz gerne mit euch erkunden. Also los geht's. Ja, also ganz zu Anfang sieht man schon, dass es hier so ziemlich zerstört worden ist. Hier ist ziemlich viel kaputt gemacht worden. Ich habe es auf verschiedenen Videos eigentlich besser in Erinnerung gehabt, aber dennoch hat mich der Wunsch doch sehr dazu getrieben, hinzufahren, um mir das Ganze mal anzugucken. Ich kann euch sagen, wir sind auf jeden Fall hier in Belgien. Fahren jetzt ein paar Orte ab und gucken uns die mal ein bisschen genauer an. Und eigentlich habe ich Belgien immer so ein bisschen in Erinnerung gehabt, dass deutlich weniger Vandalismus dort ist. Aber wie Sie sehen, ist hier auch ein bisschen was kaputt. Jetzt gehen wir mal diese Treppe hoch und hier ist so eine Empore, wo nichts ist, aber dennoch kann man sich das einfach mal angucken. Ist halt hübsch, ne? Ich sagte gerade schon, wenn wir uns die Location angeguckt haben, suche ja noch ein Studio und das könnte man mit Sicherheit schön ausbauen. So, da können wir ein bisschen was nach draußen gucken. Wir gehen gleich auch noch mal kurz raus. Das ist nämlich so ein, weiß ich nicht, ein Teich oder Schwimmbereich. Ist auf jeden Fall ein ehemaliger Platz für Kinder, wo Kinder gespielt haben. So ein Wellebad, da gehen wir gleich mal hin und gucken uns das mal an. Ja, und hier ist dieses Kinderparadies. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt, aber ja, für Kinder soll es reichen. Kinder sind ja im Regelfall alle klein. Und für die ist das mit Sicherheit was ganz, ganz Tolles und was Spannendes, Besonderes. Hier ist so eine ganz tolle Schaukel. Ne, eine Schaukel in der Rutsche. Ja, die fetzt mit Sicherheit, wenn man da als Kind draus sitzt und ja, einfach seinen Spaß haben möchte. So. Das ist schon hübsch. Da müssen wir eigentlich mal einen Garten haben, wenn man Kinder hat. Die würden dann mit Sicherheit richtig drauf abfahren. Aber muss immer den Platz dafür haben, um sowas wirklich in den Garten zu stellen. So, gucken wir mal weiter, was es hier noch so gibt. Also ich habe die Location schon vorerkundet und die ist ja, in vielen Bereichen schon vieles rausgenommen worden. Hier ist ein Kühlhaus und ist halt nicht mehr wirklich viel, was man hier sehen kann. Im Keller ist das ein bisschen anders. Da ist aber vieles verschimmelt. Dementsprechend ist das wahrscheinlich nur ein kleines Video, aber man kann es auf jeden Fall zeigen. Ist so ein Thekenbereich, da konnten die Eltern sich mit Sicherheit mit den Kindern zusammen anmelden. Nahtoderat ist ganz wichtig. Ist in Belgien hier im Kinderspielparadies wichtig. Na, da werden die Kinder eingesperrt, die nicht gehorchen. Das Einzige, was hier noch wirklich intakt ist, was gut aussieht, sind hier diese Kühlschränke. Die sehen eigentlich noch ganz gut aus, aber der Rest ist hier alles ja, in Schutt und Glas. Kann man so schön sagen. Hier ist auch nochmal ein Raum, aber ja, nichts wirklich Erwähnenswertes. Wir fitschen gleich gerne noch mal durch den Keller und dann gehen wir mal raus. Vielleicht ist das ein bisschen hübscher alles. So, lala. Ja, kleine, aber feine Location, aber ich finde irgendwie das Ganze immer noch ganz interessant. Was ist denn ein Luna Park? Können wir mal gucken, da war ich in der Tat noch nicht. Ein Luna Park. Okay, hier ist nämlich nichts. So, komische Substanzen. Gehen wir hier weiter. Okay, ja, hier hat sich's ausgelunert. So, dann gehen wir in den Keller zusammen und fitschen da mal durch. Gucken mal, was es da so zu entdecken gibt. So,
Dann geht es mal runter in den Keller. Der ist ziemlich groß. Sieht aber überall gleich aus. Ich weiß, ich nehme ein bisschen die Spannung im Video, aber da kann man halt nicht so große Hoffnung machen. Aber für die erste VLS ist der Location am Tage ist das ganz okay. Ja, also man sieht hier definitiv, man ist ja nicht in Deutschland. Man ist in Belgien. Und ja, schon ein bisschen gruselig. Aber ja, mein Gott, wenn man das regelmäßig macht, dann geht das. Aktuell habe ich jetzt gerade in meiner anderen Hand eine Olight Marauder Mini. Die ist jetzt gerade ganz, ganz frisch in meinen Besitz übergegangen und ach Leute, was soll ich euch sagen? Gerade im Lossless-Bereich ist Olight echt unschlagbar. Das ist echt sehr, sehr schön. Die ist schön handlich, die ist schön klein und das Schöne ist einfach, man kann verschiedene Farben einstellen und das ist nämlich auch ganz, ganz witzig. Weil wir können nämlich mal zum Beispiel hier in Grün rumlaufen und das macht, wie ihr es gerade zum Beispiel seht, da ist kein Filter drauf oder so. Das macht das Ganze noch so ein bisschen, ich finde, spektakulärer. Vielleicht ein bisschen mysteriöser. Ja, aber viel mehr gibt es hier nicht mehr wirklich zu sehen. Wir können jetzt hier eine Etage noch mal tiefer gehen. Gehen wir mal bewusst in Grün. Ein bisschen. Die Spannung zu wahren, weil hier gibt es halt leider nicht so viel zu sehen. Aber zum Anfang hin ist es ganz gut. Dann gehen wir mal da durch. Dann. Ja. Das ist nichts. Das sind alles im Endeffekt wirklich leere Räume und eigentlich schade, aber sind ein bisschen zu spät hier. Da waren andere Airbags da schneller und ist halt so. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir das mal nach draußen und gucken uns das Ganze einmal an, wie es draußen aussieht. So, wie versprochen sind wir jetzt mal draußen und gucken mal hier in dem Modder, was das hier so ist von Dingern. Ich tue mich da echt schwer mit, aber ich glaube, das ist so wirklich Kinder, Schwimmen, Bad, Entertainment. Ach, keine Ahnung, das ist schwierig. Aber viel mehr gibt es ja nicht. Von hier aus sieht man einmal nochmal die Location, die ist recht groß, die ist aber, wie ihr gesehen habt, von innen sehr, sehr übersichtlich, weil nicht mehr wirklich viel zu sehen ist, aber hier ist halt so, ja, Schwimmbad. Man sieht auch, die waren nie wirklich tief, die Teile. Also Kinder konnten hier problemlos drin stehen und schwimmen und hatten mit Sicherheit ihren Spaß hier. Und für belgische Verhältnisse ist das, denke ich, immer ganz okay und das passt. Ja. So, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein mit diesem kleinen, aber feinen Lost Place Abenteuer meinerseits. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Lost Place. Und für euch ist es jetzt Zeit abzuschalten. Bis demnächst. Ciao und tschüss.